Der Christoph Rheinland ist ein sogenannter Intensivtransporthubschrauber, ein ITH. Es gibt zwei Variationen, ein ITH oder RTH, der reine Rettungstransporthubschrauber, und wir jetzt hier der Intensivtransporthubschrauber. Und der Christoph Rheinland fliegt im sogenannten Dual-Use-System. Das heißt, er macht Intensivtransporte und gleichzeitig aber auch Rettungstransporte. Unsere Zeiten sind von normalerweise von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, 7 Tage die Woche. Im Sommer, wenn wir die Maximalzeiten überschreiten, heißt es von 6.30 Uhr haben wir Dienstbeginn. Das heißt, eine halbe Stunde dann Vorbereitung für den Hubschrauber, Vorflugkontrolle, dann um 7 Uhr anmelden. Und dann geht es bis 21.45 Uhr, nochmal 15 Minuten Nachbereitung und dann ist um 22 Uhr, so Gott will, Feierabend. Heute Morgen hatten wir einen Einsatz, da sind wir zur Reanimation geflogen, dazu gerufen worden. Der bodengebundene Notarzt ist ebenfalls mit alarmiert worden, sodass wir das Reanimationsgerät, was wir ja dauerhaft dabei haben, mit zu dieser Einsatzstelle bringen. Wir sind dann dorthin geflogen, die Polizei hat uns abgeholt, an die Einsatzstelle gebracht, aber da wurden wir dann von dem bodengebundenen Notarzt abbestellt, weil die Patientin dann vor Ort verstorben ist, sodass wir da leider nicht weiter helfen konnten. Dann sind wir zurückgeflogen und über Funk nochmal von der Leitstelle alarmiert worden. Es ging dann nach Troisdorf in den Rhein-Sieg-Kreis. Dort war eine weibliche Patientin, etwas älter, in der Bank kollabiert, also bewusstlose Person wurde alarmiert. Auch dort sind wir in der Nähe der Einsatzstelle direkt gelandet und zu Fuß dann rübergelaufen. Der Notarzt hat die Patientin untersucht und dann an den Rettungsdienst, den bodengebundenen Rettungsdienst übergeben, sodass die diese Patientin dann in das Krankenhaus zur Untersuchung nochmal gebracht haben und wir waren dann wieder einsatzbereit. Die Vorteile eines luftgebundenen Rettungsmittels kehren sich ja immer mehr in den Vordergrund, weil das ganz klar die Daten auch zeigen. Dieses Mittel sorgt dafür, dass das Outcome der Patienten am Ende des Tages einfach optimal ist. Und das ist das, was Luftrettung unter anderem ausmacht. Wir sorgen gemeinsam mit den Kollegen vor Ort für eine optimale Patientenversorgung. Und dann letztendlich kommt der Punkt, wo wir den Hubschrauber dann nutzen, um den Patienten schnellstmöglich dann von A nach B zu transportieren. Für mich ist das eigentlich die perfekte Symbiose, muss man sagen. Auf der einen Seite das, was wir als Primärrettung oder Intensivtransporte bezeichnen. Und dann auf der anderen Seite mein Alltag quasi an der Schnittstelle vom Rettungsdienst in die Klinik hinein. Wir haben den Hubschrauberlandeplatz seit geraumer Zeit oben auf dem Dach. Das heißt, wir können wirklich unmittelbar in der Nähe des Schockraums landen, müssen einmal nur mit dem Aufzug runterfahren und sind dann sofort hier im Schockraum. Und egal, was es für ein Symptom ist, wenn es ein kritisch kranker Patient ist, dann werden wir diesen hier in diesem Schockraum versorgen. Wir hatten dann noch den ECMO-Einsatz und wir waren dann für den Transport zuständig. Üblicherweise ist es so, dass wenn ein Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, man den Patienten vor Ort versucht zu therapieren, bis man entweder den Kreislauf wieder etabliert bekommt oder letztendlich der Patient leider verstirbt. Es gibt aber Patienten, die davon profitieren, wenn man eben einen anderen Weg geht und diese Patienten zeitnah ins Krankenhaus vorstellt, unter laufender Reanimation mit einer mechanischen Reanimationshilfe. Und da sind wir ganz dankbar, die Kooperation eingehen zu können und mit dem ADAC jetzt auch einen Hubschrauber zu haben, exakt auch, dass wir diese Patienten gut transportieren können. Ich bin einer der Notärzte am Christoph Rheinland und wenn ich das nicht tue, das mache ich so 2 bis 4 Mal im Monat, das kommt immer so ein bisschen drauf an, arbeite ich bei meinem Hauptarbeitgeber bei der Uniklinik Köln. Letztendlich leite ich hier die kardiologische Intensivstation, zudem die Chest Pain Unit in der Notaufnahme, die Brustschmerzambulanz. Somit bin ich in einer gewissen Hybridposition, dass ich sowohl präklinisch als auch klinisch die Notfallmedizin abbilde und letztendlich hier die Notfallversorgung der Patienten betreue. Professor Wallers, können Sie uns das Konzept einmal kurz vorstellen? Nun, wir stehen hier an einer sogenannten transportablen Herz-Lungen-Maschine. Diese Maschine wird eingesetzt, um die Erkrankten zum Beispiel mit dem Hubschrauber und dieser Maschine hierher ins Herzzentrum zu transportieren. Wie muss man sich einen solchen Einsatz vorstellen? Wir werden alarmiert und dann schicke ich meinen Mitarbeiter, Herrn PD Dr. Sabaschnikow, mit einem kardiologischen Kollegen und einem Techniker los, den Patienten in einem anderen Krankenhaus zu behandeln.
Der letzte Einsatz des Tages war kurz vor dem Abmelden. Um 20.45 Uhr sind wir nochmal alarmiert worden zu einem Sekundäreinsatz. Ein männlicher Patient, der im Kreis Viersen in der Notaufnahme lag. Der hat sich da selber vorgestellt mit einer obturierten Aortenaneurysma. Wir sind direkt rausgeflogen, ohne ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch zu führen, um auch hier sehr schnell vor Ort zu sein, weil diesem Patienten hilft nur der Operationssaal am Ende des Tages. Als wir dort eingetroffen sind, hatte der Patient dort Blutprodukte bekommen und großlumige Zugänge. Wir haben ihn sehr zügig übernommen. Nach Abklären, wo dann letztendlich das Zielkrankenhaus sein kann, haben wir die Uniklinik Düsseldorf für uns gewinnen können und haben dort den Patienten dann auch wohlbehalten abgegeben. Kurz vor 23 Uhr sind wir dann im Dunkeln hier am Flughafen Köln-Bonn wieder gelandet, haben den Hubschrauber reingezogen und den Tag beendet. Als wir die Eingaben gemacht haben im Computersystem, haben wir noch um ca. 23.30 Uhr einen Anruf von der Leitstelle bekommen. Die haben eine Person unter der Bahn gehabt und fragten jetzt nach einem Primärhubschrauber, den wir dann aber leider ablehnen mussten, weil wir sind eine Tagstation, das heißt, wir fliegen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Eigentlich ganz typischer Einsatztag und eigentlich auch so, was den Christoph Reinhardt ausmacht. Wir hatten zum einen zwei Primäreinsätze, die wir abgearbeitet haben, aber auch zwei komplexe Verlegungen, die sehr zeitintensiv waren. Die waren auch in ganz Nordrhein-Westfalen abgebildet. Aufgeteilt ist das Land NRW in zwei Hälften sozusagen in der öffentlichen Luftrettung. Das heißt, der Christoph Westfalen fliegt im Bereich Westfalen mehr oder weniger. Und der Christoph Rheinland im Bereich des Rheinlands. Und da hat er natürlich auch eine gewaltige Bevölkerungsdichte sozusagen hier und ist wichtig für den Transport zwischen den Krankenhäusern. Insbesondere hat er sich weiterentwickelt. Er transportiert ja nicht nur, ich sage jetzt mal, einfache Patienten, die intensivpflichtig sind, sondern eben auch bis hin zu ECMO-Transporten, bis hin zu Inkubator-Transporten mit Frühchen und so weiter. Er hat also ein ganz weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Und zusätzlich ist es so, dass die Technologie Rettungshubschrauber auch sozusagen damit drinsteckt. Das heißt, wenn er gerade vor Ort ist und der Christoph 3 ist im Einsatz, fliegt er auch Primäreinsätze. Das Leistungsspektrum des Christoph Rheinlands ist ja neben den Primäreinsätzen natürlich auch als Intensivtransporthubschrauber die Durchführung von komplexen Intensivtransporten, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Transporte von unseren kleinen Erdenbürgern. Und vielleicht, Joachim, erzählst du mal ein bisschen was zu euren Transporten, die ihr durchführt und vielleicht auch natürlich zu dem Inkubator, der hier vor uns steht. Wir sind jetzt schon lange Zentrum für Lungenversagen, das heißt, wir haben relativ viele Transporte und das ist jetzt der Transportinkubator, mit dem wir die Kinder dann zu uns holen. Die Kommunikation im ADAC, glaube ich, ist hier ganz entscheidend. Die ist auch, finde ich, sehr, sehr gut. Es liegt eine SOP, also eine Standardbeschreibung beim ADAC vor. Und wenn wir sagen, wir fliegen mit dem System, dann wissen die direkt, wie sie den aufbauen müssen, wie die Sitze zueinander stehen. Und damit sind eigentlich diese ganzen Flüge mittlerweile doch sehr standardisiert und laufen gut.